herzlich willkommen zu 30 und eine Weihnachtsidee mit Ilonka Schneider, Julia Maser und mir, Sabine Bongen. Und ich freue mich, dass ihr heute auch an unserem sechsten Tag wieder dabei seid. Ich zeige euch eine Kartenform, die ihr nachbasteln könnt, natürlich auch in anderen Farben, in anderen Designs. Das ist eine sogenannte Boxcard. Ihr macht die Banderole ab. Und dann öffnet sich darunter eine kleine Schachtel, in die ihr Gutscheine oder Geld legen könnt, ausgestanzte Sterne oder eine kleine Grußkarte, ganz wie ihr möchtet. Für die Karte brauchen wir einen Bogen Farbkarton in Granit A4. Den ich hier schon auf das passende Maß zurechtgeschnitten habe. Ich habe ihn eingekürzt. Er bleibt bei 21 cm und 27,5 cm. Ich nehme das Schneidbrett dazu, denn wir müssen jetzt einige Linien falzen. Und zwar beginnen wir an der kurzen Seite, sowohl von rechts als auch von links, mit 3,6 cm. So, und dann auf der langen Seite bei 6,5 cm. Und bei 10,1. Und das Ganze machen wir auf der anderen Seite symmetrisch noch einmal. 6,5 cm. Und 10,1. So, dann können wir zuerst mal das Schneidbrett wieder weglegen. Jetzt müssen wir ein paar Ecken wegschneiden, nämlich diese, diese, diese und die vierte auch. Ich habe dafür ganz normal eine Schere genommen. Das fand ich am einfachsten. Was. Die kleinen Eckstücke gerade mal verwahren, die können wir gleich für den Stempelabdruck noch mal benutzen. So, weiter geht es. Die nächsten Ecken werden jetzt parallel eingeschnitten, auch alle vier. So. Und dann können wir schon mal ein bisschen falzen. Am besten wirklich alle Kanten mit dem Falzbein nachziehen, damit sie schön scharfkantig werden. Und jetzt markieren wir die Hälfte dieser Seitenteile, um noch die Diagonalen zu ziehen, die hier beim Aufklappen die Höhe der Box ausmachen. Die Hälfte ist bei 3,6 cm und zwar hier von zwischen den beiden Falzlinien. Markiere ich das einmal hier und einmal hier mit dem Bleistift ganz einfach. Ich nehme mir einfach die Stanz- und Perforiermatte, das Lineal und unser neues Tool und ziehe die Linien von dem markierten Mittelpunkt zu den gefalzten Schnittpunkten auf dem Papier. Ich finde das so einfacher, als wenn ich es in die Schneidemaschine einlege. Und ich treffe auch die Punkte besser. So. Jetzt werden
die Diagonalen nach innen geknickt. An beiden Seiten. Und auch hier nochmal mit dem Falzbein die Linie nachgezogen. Die Seitenflügelchen in die andere Richtung. Jetzt kleben wir die Box der Karte zusammen. Dafür nehme ich wieder den grünen Tombow, ihr kennt das ja schon. Ich habe hier die kleinen Flügelchen oder Beinchen, egal wie ihr es nennen wollt. Da kommt jetzt an beide Seiten der Kleber. Ja, der Kleber. Ich drehe es mir mal. Halte es im Moment fest, bis es etwas anbindet. Dann kann ich es immer noch passgenau an der Kante verschieben. So. Zweite Seite. So. Na, das war jetzt nicht, wie ich es mir vorgestellt hatte. Auch hier gerade noch mal ein bisschen ausrichten. Gut. Jetzt innen geknickt und zugedrückt. Noch einen Moment warten. So. Dann kommt das Designerpapier mit den goldenen Kugeln rein. Jetzt könnt ihr euch sogar überlegen, ob ihr es festkleben wollt oder einfach lose hineinlegen. Meins passt. Das brauche ich gar nicht kleben. Und fertig. Ich drehe sie mal rum. Es ist einfacher, die Schachtel zu drehen als das Papier. So. Und dann geht es eigentlich direkt weiter mit dem Designerpapier für die Seiten. Dann kleben wir jetzt die beiden Seitenstücke mit dem Designerpapier Hüttenzauber auf. Einmal. Zweite Seite auch. So. Und ihr seht, wir nähern uns der fertigen Karte. Zum Verschließen der Karte habe ich mich zu einer Banderole entschieden. Dafür habe ich hier einen Streifen von der Metallic Gold Folie, die ich jetzt hier einmal um die Karte lege. Dann wirklich von Hand knicke, nicht mit der Maschine, aufeinander lege, gucke, dass es schön gerade ist, dann darum lege. An der zweiten Seite auch wieder knicke, vorsichtig, so auch wieder abnehme. So, ein bisschen Tombow ans eine Ende. Auf der Folie trocknet der etwas langsamer, da muss man jetzt ein bisschen Geduld haben. Ich lege es wieder um die Karte rum. Am Ende. Schließen und einen Moment festhalten. So, dann drehe ich es wieder rum. Nehme das
Geschenkband in Webstruktur, Granit 1,3 cm. Ich finde, Granit ist ja wirklich eine tolle Farbe. So, lege mir das einmal hier drum, schneide ab. So. Mach schon mal einen Knoten, um zu gucken, ja, das passt. Lege es dann mal eben auf Seite. So, und jetzt kommt natürlich, ich zeige euch das nochmal bei der Originalkarte, noch der Anhänger. Und den habe ich mit dem Goldgarn dann in den Knoten eingebunden. Deshalb müssen wir jetzt erstmal den Anhänger machen, weil wir es sonst nicht festgebunden bekommen. So, dafür können wir tatsächlich eins der Reststücke eben von dem Granitfarbbogen benutzen. Ich habe den Stempel schon hier liegen. Granitstempelkissen auch. Das ist übrigens das Stempelset Weihnachtstraditionen und das stammt aus der Stanzbox. Diese wunderschöne rote Blechdose, die ihr direkt auf der ersten Seite im neuen Weihnachtskatalog findet. So, stanzen wir das einmal aus. So. Wir machen das Stempelkissen direkt mal wieder zu. So. Und damit man ein bisschen mehr Kontrast bekommt, habe ich mich entschlossen, auch noch ein bisschen von dem Glitzerpapier in Merlot Rot zu verwenden. Ach so, die Stanze gehört natürlich in die Stanzbox Weihnachtstraditionen ebenfalls. Ja? Ansonsten, so, ich teile die Ausstanzung. So, mache etwas Kleber auf die Rückseite von unserem ausgestanzten Stempelabdruck und lege dieses halbierte Stanzteil unter, sodass ich dann noch einen schönen Rand bekomme. Eben mal gucken, dass der Rand oben und unten ungefähr gleich breit ist. Ihr seht, jetzt ist das ein bisschen abgesetzt zu dem granitfarbenen Papier. Gut. Dann habe ich hier die Lochzange, mit der stanze ich mir oben mittig ein Loch. Dann habe ich das Goldgarn hier zur Hand. Da wickele ich mir ein relativ langes Stück von ab. So, und das ist ja so eine Knuffelsarbeit, sagt man hier. Nehme die Karte mit der Banderole und dem Band wieder zur Hand. Setze den zweiten Knoten an, ziehe aber nicht fest, denn mein Anhänger muss ja noch dazwischen. So, und dann ziehe ich es fest. Wunderbar. Na, das hat ja, ich will nicht sagen auf Anhieb, aber sehr gut geklappt. Einmal nicht in den Anhänger schneiden. So, das Band einkürzen. Wenn ihr möchtet und euch das Gold hier stört, schneidet er das auch gerade noch ein bisschen ab. So. Und schon habt ihr eine Boxcard fertig, in die ihr Gutscheine, Geld oder kleine Kärtchen stecken könnt, um sie dann zu Weihnachten zu verschenken. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Und ihr versucht die Kartentechnik wirklich mal aus. Ansonsten habt ihr morgen und übermorgen wieder das Vergnügen mit Julia und Ilonka. Und ich bin in 3 Tagen wieder mit der nächsten Kartenform dran.
Ich wünsche euch viel Spaß und einen schönen Tag beim Basteln. Bis dann!